Er kennt das Prozedere schon. Und er hat schon viel hinter sich. Aber Araber Petro vertraut seiner Ärztin Helen Benz. Er ist ein Kämpfer. Er hat schon viele Krankheiten hinter sich gehabt. Und er ist immer wieder zurückgekommen. Und ich finde, das hat er auch verdient. Das hat jedes Pferd hat die Chance verdient. Daher geben wir ihn auch nicht auf. Petro ist mit 15 im mittleren Alter, hat Probleme mit den Hinterläufen und Schmerzen. Im Wasser ist er schwerelos, kann sich bewegen wie ein junger Hengst. An Land lässt er sich schlecht therapieren, weil er zu temperamentvoll ist. Der Petro kann auch mal so ein bisschen, ich sag mal, das Leben rauslassen, ein bisschen durchspurten. Und das ist natürlich in so einer Phase, wo man das Pferd wieder schonend an die Bewegung ranlassen möchte, ist das natürlich nicht gut. Petro hat eine lange Leidensgeschichte. Nach einem Sehnenschaden und Rückenproblemen hat Helen Benz bei ihm eine Art Arthrose entdeckt. Der Araber musste Winter verlassen, damit er nach dem Bewegungsbad schneller abtrocknet. Petro kam vor 3 Wochen nach Bingen zur Reha, nach einer OP. Seine Besitzerin freut sich über die Fortschritte. Ja, da kommt die Hoffnung auf, dass er wieder so wird, wie er vorher war. Dass wir wieder in den Wald gehen können und können dort halt ja, jeden Tag Spaß haben und reiten. Nach allem, was er durch hat. Tanja Zeyer nimmt eine längere Trennung von ihrem Petro in Kauf. Denn hier kann er sich wieder schmerzfrei bewegen und das baut ihn auf. Dass sie einfach psychisch mitmachen, dass sie sich nicht aufgeben. Das ist ganz wichtig. Weil wenn ein Pferd sich aufgibt, dann kann man der weltbeste Tierarzt sein. Das kriegt man dann auch nicht hin. Die Idee mit dem Pferdeschwimmbad hat Helen Benz aus ihrer Tierarztzeit am Ammersee mitgebracht. Sie wollte unbedingt ihr eigenes haben. In das Schwimmbad hat sie 1,2 Millionen Euro investiert. Jeder, der sagt, er hat da keine Angst vor, weiß ich nicht, macht sich vielleicht was vor. Also das war mir schon von Anfang an bewusst, dass das auch natürlich ein hohes Risiko birgt. Ich habe das Glück einfach, dass meine Familie mich da unterstützt. Um die 1.600 Euro kostet so eine Therapie- oder Wellnesswoche für Reha- oder Turnierpferde. Helen Benz ist Selbstreiterin, bestens vernetzt in der Szene, weiß von sich selbst, wie viel einem an seinem Pferd liegt. Ich habe mit 14 mein erstes eigenes Pferd gehabt und ja, das war einfach nicht nur Hobby, es war für mich auch Familienmitglied und daher habe ich dann auch einfach früh entschieden, dass ich Pferdetierarzt auch sein möchte, um einfach ja, für die Pferde was zu verändern. Petro ist für heute noch nicht fertig. Wie bei Menschen fangen auch bei Pferden Probleme häufig an den Zähnen an. Deswegen schaut Helen Benz immer von Kopf bis Huf und auch darüber hinaus. Wir müssen, wir füttern, wir wechseln die Decke, wir putzen, wir haben die lieb, wir gehen spazieren, wir reiten, wir bewegen. Also wir machen alles, die sind bei uns rundum versorgt. Ja. Und dann wartet im Stall auf Petro eine besondere Auszeichnung. Er hat sein Seepferdchen bestanden. Auftrieb für seinen Start in ein hoffentlich beschwerdefreies Leben.